Ja, das sieht eigentlich doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich an mein Badezimmer denke. Ah, okay. Hier noch Zahnbürste. Die könnten wir doch gebrauchen. Gravieren, aber. Hörst du? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Okay, ich sollte nicht mehr so viel trinken, glaube ich. Das ist ja gerade echt eine Zahnbürste weggelaufen. Unfassbar. Das war jetzt put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Womit könnte man eine Zahnbürste anlocken? Ach, herrje. Okay. Hier noch? Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Hm. Okay. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ja, wenn die Zahnbürste schon von alleine wegrennt, warum dann nicht auch der Abwasch? Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ah, da wo Socken hingehören. So muss das sein. Ja, da haben wir doch schon mal was. Was haben wir hier noch? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Dann eben nicht. Oh, ein Ofen. Ah ja. Ein Spind haben wir noch da oben. Da werde ich dann auch direkt mal hingucken. Ah, ein Seitenschneider, perfekt. Nützlich wie kein zweites Item. Ah, okay. Sollte immer einen Seitenschneider mitnehmen. Ich geh nie ohne aus dem Haus eigentlich. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt, anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Oh! Na dann. Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen. Praktisch. Oh, man merkt schon, das Inventar füllt sich recht schnell mit nützlichen Gegenständen. Ja, das haben wir doch schon einiges hier, wenn ich mir das so angucke. Mhm. Ja. Hast du auch noch einiges vergessen? Ah, das Schweißgerät, genau. Was man halt so alles braucht. Natürlich. Oh, eine Truhe. Jawohl, ich will eine Truhe öffnen. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Hm, schade. Ah, Kissen, was haben wir da noch? Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Sehr gut, sehr flacher Witz. Ich wieder nicht verkneifen konnte manchmal. Wie ist die da bloß hingekommen? Okay. Das scheint sonst alles gewesen zu sein, oder können wir hier noch irgendwas. Ah, okay. Den lässt du mal. Es fehlt auf. Nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Okay.
Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Ah, was haben wir denn hier noch? Das. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Schade. So. Habe ich da noch was übersehen? Ja, sieht doch relativ leer aus, glaube ich. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Wow. Noch mehr Socken. Hast du den unglaublichen, mit einem Blick ins Inventar, den unglaublichen Sockenbestand von 3 Socken. Jetzt. Genau. Okay. Da oben ist die 3 Socken. Kühlschrank, die hinter dem Kissen und die in der Manteltasche. Auch immer die da hingekommen sind. Man kann nie genug haben. Genau, was wir alle mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Brauchen ist ja ein paar Socken. Das ist ja eine der Sachen, die wir hier irgendwie als Auftrag auf der Liste haben. Ja. Vielleicht kriege ich sogar noch 2 Paar zusammen, das wär's ja. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Gut. Jetzt gibt's hier nichts mehr. Okay. So, übrigens mit der schönen Mausradfunktion geht einher, dass wir unsere Hotspot-Anzeige, die wir sonst diesmal auch halt bequem auf der Space-Taste hatten, noch viel bequemer, damit man überhaupt nicht mehr zur Tastatur greifen muss, auf dem mittleren Mausknopf, also auf den quasi auf den Mausradknopf gelegt haben. So kann man sich halt ganz bequem, ohne zur Tastatur zu greifen, wenn man denn möchte, alles angucken, was denn interaktiv ist im Screen. Vielleicht, dass du doch noch ein, zwei Sachen hier gesehen hast. Das ist gut zu wissen. Juhu! Juhu! Boah, was für eine Plörre! Lecker! Das ist natürlich schon sehr praktisch, auf jeden Fall. Kalt. Natürlich doch schon deutlich mehr, wenn ich an die meisten Screens aus Harveys neue Abhub denke. Hier gibt's schon ordentlich was zu tun. Ja, muss man wirklich sagen. Okay, da werde ich vorerst noch nicht hin wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Haben wir auch noch ein bisschen was. Boah, was für eine Plörre. Okay. So, das Ding war ja noch zu. Was haben wir hier noch? Toilettentür. Spinntür. Okay, das haben wir wahrscheinlich auch noch nicht hinkommen. Aber mal gucken. Ah, doch. Okay. Das sah so aus, wie als wäre das verrammelt irgendwie. Also. Im ersten Blick. Uah! Oh. Oh, okay. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Oh Gott. Heftige Meme. Oh, das klingt gut. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Vor allem, wenn das Fallbeil mich erwischt hätte, hätte die Memo mir auch nicht mehr viel gebracht. Ach, herrje. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Gut. Ups, ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. die Truhe da oben rein, genau. Ah, ja. Ja, vielleicht müssen wir nochmal auf die Liste gucken, was wir auch noch alles machen wollten. Ja, ja. Also, wichtig ist ja planerisch vorgehen hier. So den haben wir. Den haben wir. Der könnte schon mal in den Koffer, dann können wir ihn auch abhaken, aber. Es fehlt nur noch der Seitenschneider, warum auch immer.
Okay. Proviant, okay. Zahnbürste und Spoon. Das konnte ich jetzt abhaken oder wie? Also genau, müsstest du nur noch in den Koffer packen. Ach so, okay, müsste ich dann noch in den Koffer packen, verstehe. Okay. Gut. Wo könnten wir hier sonst noch Proviant finden? Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Das ist das Einzige, was irgendwie so ein bisschen an Essen erinnert hat bisher. Ja, das ist doch, ideal, sag ich mal. Wir könnten aber mal was probieren. Gerade mal gucken, mal vielleicht. Das. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Okay. Schade. Handschweißgerät, Seitenschneider. Okay. Hast du das auch gehört? Ich höre schon Stimmen. Ganz komisch, ja. Schön. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ui. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Ach, schade. Okay. Ist natürlich die Frage, bringt das noch irgendwas, oder? Die Maus ist schon vor langer Zeit. Was nicht? Hab ich schon erraten, wo du jetzt Proviant, wo du die Baustelle vielleicht schließen kannst. So. Na, komm. Okay. Trau dich. Proviant, ja. Was haben wir denn hier noch? Mausefalle, Topf haben wir noch. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Was haben wir hier eigentlich drin? Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Okay. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Okay. Ist die Frage, ob wir noch irgendwas in diesem Loch machen können. Oh Mann, ich muss mich immer so zusammenreißen, um so nicht dazwischen zu springen. Die heilige Allianz. Ich weiß schon, alles darf aber nichts verraten. Und du gerätst ordentlich unter Druck, weil du ja ganz genau weißt, dass ich die Lösung schon weiß. Ja, das ist ganz schlimm gerade. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Ich hätte mit Hilfe vom Seitenschneider oder irgendwas erreichen können. Ja, ich hoffe, ich mache dich nicht nervös hier. Nee, das ist doch das. Ich bin es gewohnt, unter Druck zu arbeiten. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Ach, schade. Ich wollte einfach mal das Sofa kaputt machen. Gut, okay. Kann man das sonst noch irgendwie? Das können wir ja nicht mehr aufnehmen. Den haben wir jetzt bereits verwendet. Da stecke ich meine Hand gar. Ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass noch irgendetwas in diesem Loch ist. Ich weiß nicht. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Ach, dann halt nicht. Obwohl es da bestimmt auch ganz nett ist. Was haben wir denn? Kann denn im Ofen doch noch irgendwas sein?
Okay. Ja gut, was sollten wir da? So ein Seitenschneider. Okay. Da drin ist anscheinend dann auch nichts mehr. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den, aber ohne Behälter. Ja, ohne Behälter. Ohne Behälter, ja. Eigentlich haben wir ja einen. Ja. Das ist dran, ist die Dose, sagt er ja auch. Ja, genau. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ja, aber wir müssen erstmal. Wo können wir das Öl loswerden? Vielleicht in die Spüle kippen oder sonst wo? Müssen wir mal gucken. Und weg damit! Jawohl. Mit dem Grundwasser kann ich sagen. Ja, bestimmt nicht. So wie das hier alles aussieht. So, jetzt hast du einen Behälter. Sehr gut. Leere Dose ist immer gut. Kommt noch vor. Ja, das geht ja flott. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Oder auch. Ah doch, ja, hier. Sieht natürlich auch dem aus der Liste natürlich sehr ähnlich. Hätte ich eigentlich gleich drauf kommen können, weil. Hat ja da eine schöne Zeichnung gehabt eigentlich. Naja. So.